Romero spielt mit Eric Dier in der Abwehr. Pierre-Emil Højbjerg steht mit Rodrigo Betancourt im Zentrum. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Wenn man sich so umhört, wer denn... Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nerven behalten, das war eine Glanztat. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Sergio Ramos spielt mit Marquinhos in der Abwehr. Marco Verratti steht mit Fabian im Zentrum. Und Lionel Messi spielt im Sturm mit Kylian Mbappé. Parade von Lloris, weiter geht's. Erstmal gut zugemacht. Offenes Spiel, PSG drängt auf die Führung. Und da wäre es um ein Haar passiert. Die Glanzparade verhindert in dieser Situation das 1:0. Sie müssen schnell wieder zurück, denn jetzt könnte es vor dem eigenen Tor gefährlich werden. Tottenham macht viel Druck jetzt. Viel hat da nicht gefehlt. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Perisic! Sie sind da, Ball wird geblockt. So, Ecke kommt. Jetzt der Schuss. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Das ist jetzt nochmal die Wiederholung des Treffers. Zuerst diese Ecke an Strafraumeck und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Pass wird abgefangen. Ah, toller Pass. Harry Kane. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Achraf Hakimi. Messi mit dem Ball. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Harry Kane. Ball jetzt bei Kane. Ein guter Block hier. Perisic. Und wieder treffen sie. Zwei Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Gleich nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Anschluss. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Schön vorbeigekommen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Tottenham hat in Sachen Ballbesitz mehr oder weniger deutliche Vorteile in dieser Partie. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Aktuell haben sie den Ball nicht. Defensivarbeit ist erstmal angesagt. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Das ist jetzt seine Chance. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Seit vielen Jahren eines der besten, eines der beständigsten englischen Teams. Tottenham Hotspur. Ja, immer wieder mit einem guten Händchen für sehr, sehr starke Neuverpflichtungen. Auch die Jugendarbeit stimmt. Es gefällt mir gut, was Tottenham aus der Situation macht. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Der Vorstoß von Messi. Jetzt die Chance. Gute Aktion. Spiel raus. Die Spurs geben den Ballbesitz ab. Messi. Da ist die Chance. Parade von Lloris. Weiter geht's.
Das macht er gut. Ist es das? Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt Sergio Ramos. Ashraf Hakimi. Jetzt Neymar. Oh, das könnte was werden. Lloris hält, Ball ist weiter im Spiel. Und da ist der Ball wieder weg. Son kann über außen kommen. Son. Ganz sichere Parade. Ecke in die Mitte. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Angriff damit also. Beendet. Pause. Die erste Spielhälfte ist zu Ende hier im Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham hat uns vor der Pause durchaus überzeugt. Sie führen deutlich zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Etwas zu weit dieses Zuspiel. Ball wird wohl beim Keeper landen. Nun Neymar. Nuno Mendes. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Nicht gut verteidigt gegen Neymar. Der Brasilianer geht vorbei. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? So ist das Tor entstanden. Entscheidend, dass Neymar hier an seinem Bewacher vorbeizieht. Und dann Neymar im direkten Duell mit dem Keeper. Das macht er unglaublich clever, ganz sicher mit all seiner Erfahrung. Rodrigo Betancourt. Er passt gut auf und hat den Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Und stark von Messi. Könnte der Ausgleich werden. Kein Problem, den hat er. Ecke kommt in die Mitte. Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Mbappé, das muss es sein. Sehr gut vom Abwehrspieler, aber der musste ja auch ran. Jetzt wird's gefährlich. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Ganz alleine. Und da ist jetzt Platz. Tor! Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore lagen sie hinten. Aber sie haben nie aufgegeben. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. Geht dazwischen und hat den Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Messi. Am Ball Mbappé. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Ohne Probleme der Ball zurück. Ja, wird hier gut unterstützt. Und sie verlieren den Ball dann doch. Er kann dieses Duell gewinnen.
Sie suchen die Lücke. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Kurzer Eckball. Jungmin Son. Christian Romero. Mbappé. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da können sie kontern. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Auf dem Flügel ist der Platz da, jetzt für Kulusevski. Kane mit der Chance. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Nuno Mendes. Ballverlust PSG. Viel mit Auge. Schön geklärt. Tottenham mit der Riesenchance auf die Führung. Aber die Parade, die war fast noch besser. Die war wirklich sehenswert. Vielleicht entwickelt sich ja gleich die nächste Gelegenheit. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Jungmin Son. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Platz zum Kontern. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Geht hier noch was für PSG? Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Gefahr erstmal bereinigt. Ball ist beim Keeper. Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Jetzt die Flanke. Jetzt haben sie es. Ja, sie gehen hier in Führung. Und das kurz vor Schluss, ganz wichtig. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke. Dann kommt der Volley. Die Situation perfekt gelesen. Die Technik stimmt. Da ist alles drin, was du brauchst. Präzision, Druck. Einfach nur gut gemacht. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Kane geht vorbei. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Da kommt der Versuch. Gehalten, stark gemacht. Es gibt Eckball, sie sind nur ein Tor hinten und könnten jetzt noch ausgleichen. Pass von Messi wird abgefangen. Sie können kontern. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Hält jetzt erstmal den Ball. Gehalten! Oh, das war ganz stark. Und das kann noch eine wichtige Parade werden. Man spürt, vielleicht geht hier doch noch was. Sie führen zwar, aber wenn sie nach dieser Ecke treffen, würde das sicher noch mehr Ruhe reinbringen. Das ist der Schlusspfiff. Es bleibt also bei dieser Niederlage und damit... So, Ecke kommt!